Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute an, was die fünf häufigsten Pflegefehler bei Anthurien sind, die dann eben zu solchen Flecken, Punkten, Rändern, Pilz und so weiter führen und leider Gottes oft auch zum Tod der Pflanze, auch wenn es langsam vonstatten geht. Wenn euch interessiert, welche fünf Pflegefehler das sind und vor allem, wie ihr sie beheben könnt, dann bleibt dran. Der erste Pflegefehler, der mir direkt einfällt und vor allem deshalb, weil man mir damals, als ich angefangen habe mit Pflanzen, also allgemein gar nicht auf Anthurien bezogen, immer wieder geraten hat, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht so hoch ist, dann die Blätter besprühen. Ich kann da nichts raten, egal bei welcher Pflanze das ist, aber vor allem bei Anthurien solltet ihr auf gar keinen Fall die Blätter besprühen. Denn genau das kann dazu führen, dass die Pflanze einen Pilz entwickelt, womit ihr dann zum Beispiel gelbe Punkte auf den Blättern habt, die irgendwann innen absterben. Also habt ihr totes Gewebe, das Gelb breitet sich aus. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja gut, aber ne, ihr braucht ja trotzdem eine hohe Luftfeuchtigkeit. Abgesehen davon, dass sich ein Pilz entwickelt, steigt die Luftfeuchtigkeit halt eben auch gar nicht. Also ihr tut der Pflanze damit nicht wirklich was Gutes und wenn dann wirklich nur für den Moment, in dem das Blatt eingesprüht ist. Wenn ihr die Luftfeuchtigkeit erhöhen wollt, gibt es da durchaus andere Methoden. Da könnt ihr von einem Luftbefeuchter über Pflanzengruppen, ne, wie, ich meine, das sind schon keine Pflanzengruppen mehr, das ist eine Gruppe. Aber generell ist es nicht schlecht für die Luftfeuchtigkeit, wenn ihr sie so ein bisschen zusammenstellt. Denn das Substrat bei Anthurien, ne, sollte ja meist eigentlich feucht sein. Aber dazu kommen wir gleich noch. Na, da ist nämlich auch so ein Pflegefehler, den einige sehr, sehr gerne begehen. Und wenn dieses Substrat also feucht genug ist und ihr diese Pflanzen in einer Gruppe stehen habt mit mehreren Pflanzen, dann ist die Luftfeuchtigkeit drumherum automatisch erhöht und ihr könnt euch den Quatsch mit den Blättern besprühen einfach sparen. Wenn wir schon bei der hohen Luftfeuchtigkeit sind, die Anthurien durchaus sehr, sehr gerne hätten, gehen wir auch direkt zu Punkt 2, hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, ist erstmal genau das, was sie wollen. Aber, das Aber ist natürlich wichtig, denn einige, vor allem Anfänger, und das kann ich nachvollziehen, und bei mir war das genauso, woher soll man es auch einfach wissen, man ist kein Hellseher, stellen ihre Pflanzen in eine Vitrine, in ein Gewächshaus, in eine Box für hohe Luftfeuchtigkeit, in dem Gedanken, ich tue meiner Pflanze hier was Gutes und generell ist das ja auch erstmal vordergründig der Fall. Das Problem ist allerdings, wie bei dem Besprühen der Blätter auch schon, wenn diese nicht abtrocknen, sondern dauerhaft leicht feucht sind, und das sind sie bei einer Luftfeuchtigkeit von, keine Ahnung, 70 bis 100% selbstverständlich, dann wird sich da auch wieder ein Pilz entwickeln. Es ist ein bisschen schwierig, das einfach so da reinzustellen, ohne entweder Ventilatoren, die das Ganze trocknen, oder eben häufig zu lüften, aber einfach nur meiner Meinung nach die Vitrinentür öffnen oder das Zelt öffnen reicht da nicht aus, weil das einfach keine Zirkulation ist. Also da müsstet ihr schon richtig Wind reinfächern quasi. Aber ich würde da empfehlen, auf jeden Fall Ventilatoren zu nehmen und die auch so zu einzubauen in eine Vitrine, dass einer dort ist, einer dort und das Ganze dann eben eine Zirkulation darstellt. Ja, so sollten alle Blätter immer wieder ein bisschen abtrocknen können. Was auch bei der Luftfeuchtigkeit, wenn man endlich hohe gibt, oft nicht bedacht wird, ist, dass man ein bisschen weniger gießen muss. Denn die Pflanzen schaffen es, das Ganze so ein bisschen auszugleichen und weniger Wasser durch die Wurzeln zu verbrauchen, da sie über die Blätter viel weniger Wasser verdunsten, denn um sie herum ist ja eben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da kommt es dann natürlich ganz, ganz schnell, wenn ihr einfach weiter wie gewohnt gießt, zu Wurzelfäule, was auch wieder fiese, fiese Flecken auf den Blättern hinterlässt und ja, bis zum Tod führen kann. Punkt 3 und meiner Meinung nach einer der wichtigsten für alle Pflanzen. Also was ich euch jetzt hier sage, gilt absolut nicht nur für Anthurien, es gilt einfach für jede Pflanze und ihr könnt euch da auch ein Video zu angucken. Ich verlinke euch das hier mal direkt.
Denn es geht um den pH-Wert. Der ist bei Pflanzen unterschiedlich. Phyllos hätten gerne einen etwas höheren, Alus und Anthurien gerne einen etwas niedrigeren. Monsteras mögen es sogar noch mal ein bisschen höher. Also da müsst ihr euch vorher informieren, was eure Pflanze benötigt. Bei Anthurien ist es so, dass sie am allerbesten einen pH-Wert zwischen 4,5 und 6 haben. Meiner Erfahrung nach 5,5 am besten, denn da habt ihr zumindest noch einen pH-Wert, in dem es möglich ist, dass die Pflanze auch noch Eisen aufnimmt. Das würde ab einem pH-Wert von 6 nicht mehr wirklich gut funktionieren. Ab einem pH-Wert von unter 5,5 ist es für die Pflanze aber auch wieder schwieriger, andere Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium und Stickstoff aufzunehmen. Das heißt, wir müssen uns immer in irgendeinem Mittelwert befinden, wo beides aufgenommen werden kann. Warum denn? Da kommen wir zum Pflegefehler. Viele nehmen einfach ihr ganz normales Kalkwasser. So, da kann ich erstmal sagen, kalkhaltiges Wasser ist für die meisten Pflanzen nichts. Für Anthurien ist es aber wirklich, wirklich richtig schädlich bis tödlich. Also sie werden langsam, langsam sterben. Ne? Das ist kein Ding, das geht jetzt von heute auf morgen. Aber ihr werdet immer mehr gelbe Ränder, braune Ränder. Das sind Verbrennungen von dem Kalk, von den Salzen, die sich im Substrat entwickeln. Und das kommt eben daher, dass wenn ihr nicht den richtigen pH-Wert habt, was bei den meisten leider so ist, vor allem bei Anfängern natürlich, war bei mir selbstverständlich auch der Fall, da ist es eben meistens der Fall, dass die Nährstoffe, die wir aus gutem Grund geben, denn unsere Pflanzen brauchen Dünger, Nahrung, gar nicht aufgenommen werden. Heißt auch wiederum, was nicht verbraucht wird, bleibt im Substrat und versalzt das Substrat. Im Endeffekt heißt das wiederum noch mehr verbrannte Ränder, gelbe Ränder, braune Ränder, Flecken und Punkte auf dem Blatt. Das sind meistens die Erscheinungen, die ihr da sehen könnt. Das Problem ist, und da sind wir dann beim Pflegefehler, dass die meisten denken, oh ja, das sieht jetzt natürlich aus, als hätte sie Mangelerscheinungen, was ja zum Teil auch einfach der Fall ist, weil sie kann ja zum Beispiel kein Kalzium aufnehmen oder kein Eisen oder ähnliches, weil der pH-Wert nicht stimmt. Und die Leute dann gerne noch mehr düngen. Das bedeutet, es wird schlimmer statt besser. Genauso, und jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Punkt, Pflegefehler, wovon Pflanzen extrem oft sterben, allgemein Pflanzen extrem oft sterben. Eure Anthurie zeigt bereits schlappe Blätter. Ihr habt aber gegossen. Ja, das liegt ebenfalls am pH-Wert. Es ist für die Pflanze bei bestimmten pH-Werten einfach gar nicht möglich, Wasser aufzunehmen. Das heißt, ihr kippt dann wahrscheinlich, weil sie ist ja schlapp, ne? Immer wieder Wasser drauf. Aber das führt nur dazu, dass die Wurzeln irgendwann matschig sind, gammelig sind und eure Pflanze stirbt. Denn mehr Wasser wird sie dadurch trotzdem nicht aufnehmen, nur weil ihr welches reinkippt. Heißt, um diesen Pflegefehler zu vermeiden, solltet ihr wirklich dringend pH-Werte messen. Schaut euch dazu das verlinkte Video an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es war für mich der absolute Game Changer, als ich damit angefangen habe. Denn ja, seitdem kommt es nur noch sehr, sehr selten vor, dass eine Pflanze, vor allem aber die Anthurien, rummeckern oder irgendwie nicht so gut aussehen. Pflegefehler Nummer 4 bei Anthurien, aber auch wieder bei anderen Pflanzen, aber bei Anthurien ganz, ganz besonders wichtig. Meistens stehen sie, vor allem wenn ihr sie in einem Gartencenter, Baumarkt oder sonst was kauft, in viel zu dichtem Substrat. Meist einfach in irgendeiner Standard-Blumenerde, die komplett dicht und knüppelhart ist, wo kein Sauerstoff durchkommt und nix. Das ist natürlich für Epiphyten, was die meisten Anthurien eben sind, oder sehr, sehr viele zumindest, ein bisschen beschissen. Denn die Wurzeln brauchen Sauerstoff. Und in diesem sehr, sehr engen, luftundurchlässigen Substrat kommt kein Sauerstoff an die Wurzeln. Das heißt, sie sind einfach dauerhaft nass. Das Ding ist, eigentlich wollen Anthurien dauerhaft feucht sein. Aber sie wollen eben auch, dass Sauerstoff an ihren Wurzeln ist. Was machen wir nun? Ich werde euch am Ende des Videos mal mein Substratvideo für Anthurien extra dafür verlinken. Und da habt ihr dann schon mal eine gute Basis für eure Anthurien, ne? Ein lockeres Substrat,
dass ihr eben auch durchaus häufiger gießen könnt, es immer noch feucht ist, aber Sauerstoff an die Wurzeln kann. Um das Ganze jetzt noch zu perfektionieren, die Profis unter euch, die werden wahrscheinlich schon geschrien haben, ach, nur Substrat von wegen. Am allerbesten ist es, wenn ihr Löcher in euren Topf macht, rundherum Löcher. Und durch die kann dann das Substrat eben auch nochmal schön von Sauerstoff durchflutet werden, sage ich mal. Das wäre wiederum bei festem Substrat nicht möglich, weil da der Sauerstoff auch mit Löchern nicht durchkommen würde. Also es ist wirklich unerlässlich, dass eure Anthurien in einem sehr durchlässigen Substrat stehen. Es muss sein. Wenn ihr euch einfach mal anschaut, wo Anthurien beheimatet sind, wie sie in der Natur wachsen, nämlich gerne mal mit den Wurzeln an Bäumen, anderen Pflanzen oder sonst was, dann kann man sich sehr, sehr gut erklären, dass sie natürlich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und des vielen Regens, der herrscht, oft nass sind. Aber eben auch viel, viel Sauerstoff dran kommt, das Ganze immer wieder schnell abtrocknet und so weiter. Also merken, ganz, ganz wichtig, Pflegefehler Nummer 4, zu dichtes Substrat, kein Sauerstoff an den Wurzeln. Von da aus kommen wir zu unserem letzten Punkt, Pflegefehler Nummer 5, und der schließt sich da so ein bisschen an. Es hält sich das Gerücht, der Mythos, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, und ich weiß auch nicht, wo er herkommt, dass es klug ist, Anthurien austrocknen zu lassen, bevor ihr sie gießt. Ja, nee. Das führt auf Dauer zum sicheren Tod eurer Anthurie. Der eine oder andere wird jetzt denken, ja, bei mir klappt das aber bis jetzt. Ja, bis jetzt. Es wird nicht auf Dauer gut gehen. Ich erkläre euch jetzt auch, warum und was daran das Problem ist. Wie gesagt, ich habe es euch gerade schon erklärt. Eigentlich haben Anthurien eben immer feuchte Wurzeln durch die Luftfeuchtigkeit, die dort herrscht, durch den vielen Regen. Wenn wir das Substrat jetzt austrocknen lassen, trocknen auch die Wurzeln. Was passiert nun also, wenn wir dann gießen? Eins, da dieser Mix viel Kokossubstrat und sowas beinhaltet, wird dieses Kokos hydrophob und wird Wasser schlecht aufnehmen. Was wiederum dazu führt, dass es sich wahrscheinlich irgendwo absetzt und ein bisschen rummatscht. Schon mal nicht so gut für die Wurzeln. Nächster Punkt. Und da sehe ich meiner Meinung nach immer das größte Problem. Die Wurzeln trocknen auch aus, nicht nur das Substrat. Wenn ihr nun auf ausgetrocknete Wurzeln Wasser kippt, was passiert dann mit diesen Wurzeln? Ich musste es leider auch unter vielen Tränen damals bei meiner ersten Regale feststellen, was dann passiert. Die Wurzeln gammeln. Aber so richtig schön, ich kann es euch sagen. Hat bei mir zu einem Pilz geführt, also Schadbild war ein Pilz, aber wirklich enorm. Also ich hatte große Flecken, riesige Dinger auf meinen Blättern, habe daraufhin dann die Wurzeln gecheckt und gecheckt, dass das nicht so clever war, was ich da gemacht habe. Es ist viel, viel besser, wenn ihr eure Anthurie regelmäßig gießt. Mit dem durchlässigen Substrat könnt ihr das eben auch durchaus einmal mehr als einmal weniger machen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn der Topf leicht ist, das ist so mein Ding, gießen, oder aber, und das ist für die meisten das Einfachste, steckt euren Finger rein. Bei kleinen Töpfen den Zeigefinger bis da, wenn es da, bis dahin trocken ist, gießen. Bei großen Töpfen gerne auch bis dahin, wenn es bis dahin trocken ist, gießen. Ein weiterer Punkt, der problematisch ist, wenn ihr das Substrat zu sehr austrocknen lasst, und das meine ich sogar noch abgesehen davon, dass schon Wurzelfäule oder sonst was entsteht, sagen wir, lasst es gar nicht ganz austrocknen, sondern nur ein bisschen zu viel. Ja, die Wurzeln sind noch intakt. Aber was dann trotzdem passiert, sind ganz oft Wassereinlagerungen. Was? Wassereinlagerungen, obwohl ich wenig gieße? Was ist denn da los? Ja, kein Witz. Ich war auch ziemlich verwundert, als ich das das erste Mal gehört habe, als ich es dann eben auch feststellen durfte, war ich so, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber es ist einfach Fakt, je weniger Wasser eure Pflanze vorher hatte, umso schlimmer sind die Wassereinlagerungen, wenn ihr daraufhin gießt. Wenn ihr dann erstmal solche Wassereinlagerungen habt, und das kann wirklich von dicken, gefüllten Blasen über durchsichtigen, sterbenden Flecken führen,
habt ihr das auf eurem Blatt und es wird auch nicht mehr weggehen. Das kann schon mal sein, wenn es nur so eine kleine Einlagerung ist, die seht ihr meistens von unten am Blatt. Dann kann es sein, dass ihr das mit einem Ventilator, den ihr dagegen haltet, nochmal retten könnt. Wahrscheinlich aber nicht. Kommt halt drauf an, wie krass trocken eure Pflanze vorher war vor dem Gießen. Ich würde deshalb sagen, vermeidet es. Genauso wie all die anderen Punkte. Und ja, wir sind damit schon am Ende des Videos. Ich hoffe, eure Anthurien werden ab jetzt genauso schön wie die meisten meiner. Ja, also auch hier gibt es immer mal wieder was, was nicht perfekt ist. Bitte vergesst das nicht. Pflanzen sind Lebewesen, die müssen nicht alle super aussehen. Aber mit diesen Tipps könnt ihr zumindest das Schlimmste vermeiden.